So, übrigens, willkommen zurück bei Assassin's Creed Part 130. Kann sein, dass demnächst nur noch ein Video eine Zeit lang online kommt, weil ich im Moment nicht so viel Zeit habe. Und ich im Moment das hier mehr spiele. Als Hogwarts Legacy. Ja, ich habe die Siegel für dich. Das wird den Narren in der Versammlung eine Lehre sein. Wir machen Fortschritte. Wärst du interessiert, noch mehr Pullemarchen auszuschalten? Was hat jetzt ewig gedauert? Sicher, na klar. Du leistest gute Arbeit. Hast du weniger erwartet? Nein, doch dich anzuheuern war ein Wagnis. Wie fast alles im Leben. Ich bin vielleicht bereiter, ein Wagnis einzugehen, als den anderen Feldherrn lieb wäre. Wer kein Risiko eingeht, gewinnt keinen Krieg. Ganz genau. Wie kommt es, dass eine Söldnerin versteht, was die größten Feldherren Athens nicht begreifen? War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Sparta will unsere Nachschubwege ausfindig machen. Wir haben schon mehrere Spione gefangen. Es darf ihnen nicht gelingen. Nein, nicht, wenn deine Truppen überleben sollen. Du musst noch mehr ihrer Befehlshaber töten. Wenn die Hopliten keinen Anführer haben, fallen sie in Unordnung. Bist du sicher? Spartiaten sind erbitterte Krieger. Krieger, ja. Denker, nein. Sie reagieren wie wilde Tiere. In einer Situation, die Überlegung erfordert, würden sie auseinanderfallen. Töte die Befehlshaber und bring mir ihre Siegel. Mal sehen, wie die anderen Feldherren darauf reagieren. Ich hol dir deine Siegel. Je eher, desto besser. Alles klar. Befehligst du die Truppen schon lange? Ja, ich bin seit geraumer Zeit Feldherr in unserer Armee. Am Anfang unterliefen mir ein paar Fehler, aber die habe ich längst wieder gut gemacht. Trotzdem glaube ich. Ich verstehe das. Andere ernten den Ruhm für meine. Nichts Gutes. Ja, stimmt. Ich weiß, was ich zu. So, geil. Demesthenos Gürtel. Das kann man jetzt nicht machen. Übrigens, ich habe überlegt, ob ich jetzt. Bei Kultisten. Dem will ich jetzt folgen. Ich habe jetzt Bock, wieder ein paar Kultisten zu jagen. Irgendwie steht bei dem. Ja, da gehe ich jetzt hin, alles klar. Reite ich am besten von hier aus dahin. Ach so. Fähigkeitspunkt. Wo möchte ich den denn verteilen? Habe ich den überhaupt ausgerüstet? Nee. Doch, mit R. Ja, komm, genau, das habe ich jetzt verbessert. Dann Quest, wenn ich jetzt nicht den. Ja, ich versuche jetzt den Speer zu verbessern, soweit das möglich ist. Achso, und natürlich möchte ich einmal im Inventar gucken. Sieht alles gar nicht so scheiße aus. Okay, ich sollte vielleicht auch erstmal zu einem Schmied gehen. Ja, ja, das machen wir auch erstmal. So, dann. Also ich will. Okay, da gibt es Variationen. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Was ist das denn?
Nackter Oberkörper. Gibt's leider keine Variation. Nackter Eingült. Ey, jetzt deren Ernst. Ja, das nehmen wir so hier. Nichts Besseres hier. Nichts Besseres. Armschienen. Nichts Besseres. Den muss ich verbessern. Hab ich schon was Gutes? Hab ich schon gut. War hier ein Schmied? Boah, hier habe ich auch noch so viel offen. Ja, doch, klar ist hier ein Schmied. Ja, dann gehe ich jetzt von da zu dem Schmied, kümmere mich da um alles. Okay, ist hier noch nicht so viel passiert. So, ich möchte mal eben meine Heizung ausmachen. Oh. Ja, es ist bessere Ausrüstung, aber wahrscheinlich nur diese komischen Speere, die ich eh nicht benutze. Ja, und dass ich erstmal alle Orte abschließe, bevor ich weitermache, könnte ich auch mal langsam wieder anfangen. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ich renne einfach hier mitten durch irgendein Haus. Ist halt so. Macht man anscheinend so. Und tschüss. So, und vielleicht nehme ich gleich doch einen anderen. Gibt es nirgendwo. Typen, den ich gleich jage. Da steht ja leider nicht, was man für Ressourcen kriegt, aber wenn etwas über 1000 Euro gibt, verkaufe ich es, glaube ich, lieber. Am besten zu irgendeinem. Wo ist der? Nee. Der. Auch wahrscheinlich irgendeine Insel, wo ich noch nicht war, oder? Dann nehme ich doch einen anderen. Wo ist denn diese Arena? Wo ist der jetzt? Okay, da kann ich aber hingehen. Dann kann ich hier halt noch ein bisschen die Region fertig machen. Alles klar. Dann gehen wir da hin, machen da noch mehr Fragezeichen. Und danach mache ich die Quest mit der Mama weiter.
Ja, dann mach ich jetzt erstmal so ein bisschen Orte und sowas. Wir nehmen diese Rutsche hier. So, dann kann man hier lang gehen und hier runterspringen anscheinend. Das sieht doch gut aus. Das wird doch. So, außerhalb der Stadt kann man auch besser reiten. Aber irgendwie habe ich auch nochmal drauf nachgedacht. So, Computerspiele, die so in der Zukunft spielen, so Cyberpunk-Spiele und so, ist irgendwie gar nicht meins. Für mich ist irgendwie wichtig, man reitet auf einem Pferd durch eine altmodische Gesellschaft. So, Pfeil und Bogen gut. Alles andere auch. Aber ne, so richtige Waffen. Ich habe ja Cyberpunk angefangen, seht ihr auf meinem Kanal. War jetzt nicht schlecht, aber es war mir auch irgendwie zu kompliziert. Aber es lag vielleicht auch am Spiel, aber auch so. Die Gegend wird gut bewacht. Mein Tomb Raider mag ich zwar auch. Da hat man auch, wie soll ich das nennen? Moderne Waffen, aber es ist irgendwie anders. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. Warum hängst du da so fest? Was ist denn hier los? Was ist das für eine Scheiße? So, jetzt hauen wir hier erstmal wieder ab. Kann lieber gleich nochmal wieder kommen. Oh yeah, geiler Unterstütterer. Okay, ich hole mir erstmal neue Pfeile. Ah, die sehen mich nicht. Ja, okay, dann gehe ich einfach gleich wieder zurück. Das wird schon funktionieren. Dann mache ich jetzt auf den ersten irgendwie ein Attentat. Der ist ja auch besser geworden bei mir. Geil. Okay, jetzt kann ich zu dem Tempel zurück. Jetzt noch die Tafel. Mal einmal gucken, wo die ist. Da. Wow, ich stand da einfach neben. Aber das passiert, das passiert. Jetzt sehen wir das da im Wasser. Wahrscheinlich so ein Wrack. Wrack. Boah, nicht dieser Anzug. Boah, wie. Ein Frack zum Anzug wird, glaube ich, mit F geschrieben, ne? Und mit W ein Wrack. So ein kaputtes Schiffsding. Ja, da wird es nur einen Schatz geben, denke ich.
mal runtertauchen. Ja, das ist der Schatz hier. Oh, scheiße, da sind Haie, aber naja, egal. Passt schon. Was? Ich habe da Athena drin gefunden. Oder kann man jetzt Athena-Soldaten benutzen? Wahrscheinlich die Soldaten, ne? Warum schwimme ich da hin? Ja, ich schwimme jetzt da zum Land, als ob ich da hinschwimme. Nimm doch das Schiff, was da hinten liegt. Das Wasser ist zwar geil, aber habe ich jetzt auch nichts davon, wenn ich jetzt im Computerspiel da drin rumschwimme. Oh, was ist das hier? Okay, ich tauche da jetzt doch hin. Ich will hier runter. Kann man da nicht abtauchen? Schade aber. Okay, ich nehme doch das Boot. Wie schnell ich mich hier aber auch warum entscheide, ne? Boah, und jetzt kommt so, man kann das, nee, man kann das einfach nicht benutzen. Oh nein. Da ist auch noch eine Flotte. Sinkgrube von Voliakmi. Ein Hai. Ein Schatz. Noch ein Hai. Vielleicht gibt es hier nur einen Schatz. Muss man wahrscheinlich in so eine Höhle rein. Ja, es gibt nur diesen einen Schatz. Wir gehen nochmal hoch. Wir sind aber jetzt genau da drüber. Oh nein. Nicht, dass jetzt die Haie kommen. Aber es geht anscheinend, als ob die hier in so ein Loch gehen. Ich glaube, wenn man die Haie nicht angreift, greifen die einen auch nicht an. Denke ich jedenfalls. Okay, geiler Bogen. Ja, wir müssen hochschwimmen. Ich habe keinen Bock. Hier ist jetzt kein Schnellreisen in der Nähe. Ich will. Oh, guck mal, Minifische. Ich will jetzt einfach hier hoch. Und den Bogen nehme ich dann. Der war nämlich besser. Ja, war der auch.
Dafür hat sich's doch gelohnt. Oh, da war ein Toter. Okay, als nächstes gehen wir hier hin. Das heißt, wir müssen eigentlich nur hier an der Küste langlaufen. Und da, ganz ehrlich, da reite ich lieber. Komm schon. Ja, komm schon. So, wer träumt nicht davon, am Strand zu reiten? Hier in diesem Spiel kann man diesem Traum nachkommen. Obwohl es natürlich jetzt schlau wäre, diese Schnellreisen hier erstmal zu aktivieren. Also ändere ich meinen Plan und reite doch hier hin. Durch einen Wasserfall durch. Okay, damit endet der Part. Das ist mir jetzt so krass. Guck mal, wo wir sind. Ich hoffe, unser Pferd lebt noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Ja, alles klar. Bis dann, ciao.